Was geht ab, meine lieben Freunde, ihr seht Rap-tastisch. Heute geht es um Jahlil und CCN4. Selten hat ein Album in der deutschen Rap-Szene einen solchen Status erreichen können, welche die Carlo Cooks Nuttenalben erreicht haben. Die Kollabo-Reihe von Bushido, der sich auf dem Album Sonny Black nennt, sorgt für viele Schlagzeilen in der jüngsten Vergangenheit. Während der erste Teil mit Flair aka Frank White produziert wurde, war auf CCN2 Babassat der Kollabo-Partner. Jedoch veröffentlichten Bushido und Flair CCN2 im Jahr 2009 und verwirrten die Fans mit der Ziffer am Ende des Albumtitels. CCN3 wurde dann anders als seine Vorgänger ein Soloalbum von Bushido, welches 2015 veröffentlicht wurde. Seitdem kamen immer wieder Gerüchte auf, dass Bushido den nächsten Teil mit Kollega, Farid oder Motrip aufnehmen wollte, diese aber scheinbar abgelehnt haben. Nun äußert sich auch Ex-Maskulin-Rapper Jahlil zu den Gerüchten rund um Carlo Cooks Noten 4 und gibt einige Insider-Infos bekannt, die er wahrscheinlich durch Flair erfahren haben dürfte, der in der Rap-Community selbst als Miterfinder von CCN gilt. Laut Jahlils Info soll Bushido nämlich bereits an CCN 4 arbeiten und wie bei den ersten Teilen der Reihe wird auch ein Feature-Partner angeteasert. Jedoch verrät Jahlil diese kritische Information nicht und beendet seinen Satz mit 3 Punkten. Was sind eure Spekulationen für den möglichen nächsten Teil der CCN-Reihe? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal bei Rap-tastisch.